Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Vanate und es geht weiter mit Let's Play Splinter Cell Conviction. Wir müssen jetzt hier irgendwie aus der Anlage entkommen. Jetzt muss ich nur mich erstmal an die neue Maus gewöhnen. Ich habe mir gerade eine neue Maus zugelegt. Es ist keine Gamer-Maus, es ist halt einfach nur so eine Standard-PC-Maus. Nicht, dass ihr euch halt wundert, ja, was hast du dir für eine geholt und, es gibt noch ein paar News, die ich euch sagen wollte, und zwar, kann es sein, dass ich in Zukunft nicht mehr so regelmäßig Videos hochladen kann. Das liegt daran, dass ich jetzt dann wahrscheinlich von der Arbeit her in die Spätschicht muss. Grim, ich hab das Paket. Ah, die Maus ist noch so ein bisschen ungewohnt. Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben. Die ballern mich einfach von der Straße. Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde. Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten. Alles klar. Ihr sollt mit der Zündung aber noch etwas warten. Also es kann sein, dass ich dann eben in die Spätschicht muss und ich dann halt eben nicht weiß, wann ich dazu komme, die ganzen Videos hochzuladen. Also aufnehmen sollte kein Problem sein. Ich muss halt jetzt wirklich nur mal gucken, wann ich denn eben dazu komme, die Videos hochzuladen. Ich arbeite dann von 10:30 bis 7 Uhr in der Früh. Also noch bin ich in der Tagschicht, ich komme dann wahrscheinlich in die Spätschicht und da sieht es dann ein bisschen schlechter aus. Was ist denn das überhaupt für ein Dreck? Abschirmbeschichtung. Und was ist drin? Kupfer auf einer Fiberglasmatrix. Gut. Die Armee hat das. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Unsere Forschungsabteilung hat's perfektioniert. Und müssen halt dann mal gucken, wie wir das anstellen. Da sind noch zwei. Na, was glaubst du wohl, warum wir das Zeug vorher testen? Ah, die sind noch ein bisschen zu weit weg. Das ist natürlich nicht so toll. Hier sind wir im Dunkel. Wir haben heute nicht genug Leute. Seid also besonders. Gut, die sind down, aber hier war noch einer. Stopp, da komme ich gerade nicht hin. Gut, wir sind unentdeckt geblieben, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, wir hätten es bestimmt auch noch anders machen können, aber ja, ich habe es halt jetzt einfach so gemacht, weil wir es einfach drauf haben. Ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Jetzt ist das Stromnetz an der Reihe. Okay, die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt, als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben. Dann ist es überlastet und instabil. Die Stromrelais sind vermutlich die Schwachstelle. Wo finde ich sie? Okay. In einer der Baracken wurde eins installiert. Es ist im Gebäude. Da werde ich mein Glück versuchen. So. Hier ist Licht irgendwo. Kann man das auch machen? Bestimmt hier, oder? Nein. Gut, dann schaut man es einfach so aus. Manuell halt. Gut, gucken wir jetzt mal drunter. Hier kommen wir wieder raus. Aber soweit ich weiß, kommt da eh keiner. Ja, okay, ja, was heißt soweit ich weiß? Ich habe ja die Stelle noch nie gespielt. Waffenlager brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Mann, das ist so scheiße, weil halt einfach überall einer sein kann. Achtung an alle! Der Speisesaal bleibt bis auf weiteres geschlossen. Erstmal wieder die Lichter ausknipsen, damit wir unentdeckt bleiben. So. Sehr gut. Wir möchten daran erinnern, dass die private Nutzung von Dienstfahrzeugen untersagt ist. Jeder, der dieser Anweisung zuwiderhandelt, hat mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen. Ich bin nicht entdeckt worden, da war doch nicht sowas. Na toll, jetzt ruft meine Freundin an. Ja, ich habe gerade keine Zeit hinzugehen, tut mir leid. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht zu stark. Ich habe es jetzt nur auf Vibrationsalarm gestellt.
Kommen wir auch hier schon rein? Hier kommen wir rein. Okay. Ist das hier der einzige, der hier drin ist, oder sind hier noch mehr? Das muss der einzige sein, dann messen wir den mal. Das war tatsächlich der einzigste. Einzige, einzigste, glaube ich, gibt's gar nicht in der deutschen Sprache. Ich bin mir jetzt daran nicht mehr so sicher. Das war ein Licht aus. So, und jetzt mal gucken. Fenster öffnen, mach mal. So. Ich glaube, hier kommen wir auch wieder rein, ne? Wie geht's weiter? Das übliche. Material überprüfen, 8 Stunden Schlaf. Oh, scheiße! Den hat einer umgelegt! Oh, oh. Scheiße! Über hier rein. Hier drüben liegt eine Leiche! Jungs, seht mal nach, ob Fischer noch eingesperrt ist! Komm raus! Wenn's da... Hältst du das für witzig, Arschloch? Du kriegst gleich was zu lachen! Ihr wisst doch eh nicht, wo ich bin. Ihr habt doch keine Chance, mich zu finden. Ich bin Sam Fischer. Ich bin außerdem sogar noch im Dunkeln, ne? Lass doch zum nächsten Abschnitt gehen. Alles ruhig. Gehen wir zum nächsten Abschnitt. Gib auf! Ich weiß, dass du hier bist! Mist! Shit. Seid vorsichtig. Wir können hier nicht einfach so rumballern. Ich muss jetzt hier erstmal wieder in den Schatten, weil es wird mir jetzt doch ein bisschen zu hektisch. Bereitschaft, vielleicht passiert noch was. Falls dir das entgangen sein sollte, das hier ist nicht länger ein öffentlicher Flugplatz. Ach du Scheiße. Ganz schnell in die Ecke. Damit wir uns schämen können, nee. Aber ganz ehrlich, die gehen hier teilweise so beschissen rum. Ich weiß ja nicht, wie die den gerade gefunden haben. Ich weiß, dass du hier bist. Mach es uns nicht so schwer und komm raus. Ist hier einer drin? Die Augen offen. Nö. Kommt schon noch. Aber hier ist viel Licht. Das mag ich nicht so. Gib auf, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Sag mir, wie Lichtschalter ausschalten. So. Gut, hier haben wir einen. Das ist kein Problem. Den können wir einfach so ausschalten, denke ich. Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus. Das ist Privatgelände. Oh Scheiße. War knapp. Oh Mann, ey, das ist so schlimm. Ich komme irgendwie mit der Steuerung immer noch nicht so richtig klar, aber immerhin mal schon mal besser als wie in den ersten Parts. Aber da war es ja wirklich schlimm. Oh oh. Verdammter Mist! Mist auf! Hast du gehört? Okay. Wir gehen. Oh oh. Na los, das ist gut! Ich sehe nichts wegen dem scheiß Gras hier. Waffe fallen lassen, ergib dich, los! Oh oh. Oh 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 oh. Hast du die Dame nicht gemocht? MP-Granate, die wir mal rausschmeißen. Zeig dich! Diese Kindergartennummer zieht bei mir nicht! Hey, du bist tot! Scheiße! Ach, fuck it! Mann, das gibt's doch nicht. Es waren aber auch einige Gegner, also irgendwie muss ich das mit dem Schleichen noch ein bisschen lernen. Jetzt habe ich mal wieder 10 Minuten warten, bis die Scheiße wieder fertig geladen ist. Also, ich mache jetzt hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ciao. So, da sind wir wieder. Dürfen wir jetzt die ganze Kacke natürlich nochmal machen, weil das Spiel ja auch nicht speichert oder irgendwie so. Wird ja viel zu überbewertet, sowas. Aber wir können auf jeden Fall hier schon mal weiter vorwärts gehen. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, die haben nur den Kollegen hier haben sie gefunden. Wenn wir die beide ausgeschaltet bekommen, denke ich, wäre das gar nicht mal so schlecht. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Dann mal gucken, können wir hier rüber? Ja, hier. Wir möchten daran erinnern, dass die private Nutzung von Dienstfahrzeugen untersagt ist. Nein. Jeder, der dieser Anweisung zuwiderhandelt... Gut, wir gehen jetzt erstmal hier rein, machen einen Stealth-Kill, damit wir eben wieder markieren können. Halt die Schnauze, du konntest mich doch gar nicht sehen. Er hätte mich fast entdeckt, aber warum?
Oh Mann! Achtung, Achtung! Die Schießübung wurde auf 0800 verschoben. Ich wiederhole, das ist auch die down. Schießübung wurde verschoben. Wir gehen lieber hier lang, weil da macht es, glaube ich, mehr Sinn, als dass wir euch ständig durch die Baracken schleichen. Besonders, weil ja hier auch überall Gegner sind. Den markiere ich jetzt auch einfach mal. Dass ich ungefähr weiß, okay, das sind aber drei. Also da müssen wir aufpassen. Wie gehe ich ihn jetzt hier am besten erstmal so außen rum? Und Achtung, Achtung an alle. Das Auffüllen der Vorräte wurde abgeschlossen. Gut. So. Oh Mann! So. Sehr gut. Jetzt latscht hier noch einer irgendwo rum. Den habe ich vorher noch dahinter gehen sehen. Uah. Aber ich glaube, das war nicht der. Das muss irgendwer anders gewesen sein. Der war es auf keine Fälle. Irgendwo. Okay, wir gehen jetzt mal nicht durch die Tür, wir gehen jetzt direkt mal durchs Fenster. Ja, tatsächlich, da ist er. Ah, der geht darüber, scheiße. Lege, bleib stehen. So, gut. Mir echt leid. Perfekt ausgeschaltet, jetzt läuft es doch schon ein bisschen besser, ne? Hier ist was faul. Ich sehe mir das mal an. Okay, es läuft doch nicht so gut. Melde dich über Bord. So. Stimmt, der war hier drin, den habe ich vergessen. Aber sonst dürfte hier eigentlich niemand mehr sein. Oder? Ich glaube jetzt einfach mal nicht. Was? Oh. Ich glaube, irgendwo ist einer. Drin. Aber... Ich glaube, mehrere. Ist das auch ein Feind? Da! Das muss von da drüben... Ja, das war auch ein Feind, aber den konnten wir auch rechtzeitig ausschalten, das ist sehr gut. So, Netzverteiler, was müssen wir hier machen? Unterbrechen, okay. Ja, Sam, du bist so stark, ey. Der Strom ist weg. Wirf das Notstromaggregat an. Los! Gut, erstmal raus hier. Du kommst nicht lebend vom Flugplatz. Da werden wir unsere Nase nicht reinstecken. Hast du gehört? Du sollst gar nichts irgendwo reinstecken, Kollege. Du kannst nirgendwo hin. Los, zeig dich! Der müsste jetzt hier auf der Seite irgendwo sein. Vielleicht ist er auch schon im Gebäude drin. Da ist er. Oh oh, wieder weg. Komm, zeig mir, was du drauf hast! Ausschwärmen, erledigen wir das Schwein! Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach laufen lassen soll oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Du wärst nicht der Erste, der unter den Scheltern begraben wird! Noch jemand? Ich bleibe jetzt hier einfach mal hier weg. Müsste hier immer noch hier drin sein. Alter, du sollst hier das Fenster aufmachen. Hättest bei der Dame bleiben sollen, Fischer! Nee, die Dame, die hat mich hier nicht angelogen. Nein. Du bist ein Penner! Gut. Ah, ich kann's immer noch. Ja, Sam, du kannst es immer noch. Es gibt Sachen, die verlernt man nicht, sowas wie Fahrradfahren oder so. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Ja, wir sind doch weitergekommen. Was hast du mir nicht gesagt? Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setz C4 ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir da so durch die Vordertür reinmarschieren. Noch was verschwiegen hast. Oh ja, schaut wesentlich besser aus. Da werden aber noch welche sein. Oh ja, das sind sehr viele Gegner. Da kommt auch entgegen, das kannst du ja gerne machen, dann bist du allerdings tot. Ihr könnt auch gerne meine rüberkommen. Bleib trotzdem wachsam. Oh, Mist! Für wen hältst du dich? Irgendeinen beknackten Ninja? Mach mal Halbladen! Nee, mach ich bestimmt nicht, Kollege, weil ich bin ja auch ein Ninja. Komm raus!
hörst du, Feigling? Ich drehe hier, wenn es nötig ist, jeden beschissenen Stein um. Ich würde gern... Wo ist der hin? Cool. Oh, die haben sich getrennt. Das ist sehr gut. Hey, du willst mir Ärger machen? Mist, wir müssen den Drecksabbiegeln. Jo, kein Problem. Die haben wir relativ gut erwischt. Die anderen... Muss man halt jetzt noch ein bisschen gucken. Ah, hier sehe ich natürlich sehr viel. Ich weiß, dass du hier bist. Sei bloß vorsichtig. Oh. Kannst dich nicht ewig verstecken. Wenn es sein muss, drehe ich hier jeden Stein um. Ach so. Ah, da müsste aber ein sehr hoch hobbyloser Kerl. Die Markierung. Oh nein! Sparen wir uns mal auf. Du denkst, du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht. Alter, wie viele sind denn hier noch? Mist, dieses Schwein! Da. Er ist hier, ich spüre es. Keine Sorge, Kumpel. Ich finde denjenigen, der das gemacht hat. Nein, tust du nicht. Du kommst jetzt besser raus, sonst werde ich sauer. Ich hab jetzt schon Angst, Kollege. Du Scheiße! Shit. Oh Mann, was, Penner? Zeig mir, was du drauf hast. Genau im Auge behalten. Leg mir los! Bewegung, los, los! Mist, komm raus, Magazine! Der Luft der Granate! Was soll der Scheiß? Willst du jetzt Spielchen spielen? Ich glaube, das hat gerade gar nichts gebracht, dass wir das gemacht haben, oder? Er ist da drüben! Das mache ich notfalls den ganzen Tag! Ja, versteck dich vor mir! Puh. Augen zu, werfe Blendgranate! Okay. Versteck dich, ist gesünder, Arschloch! Herr Dunn ist verschwunden! Benötige hier Verstärkung. Hältst dich wohl für besonders zäh, Fischer. Ich bin ja auch besonders zäh. Ich bin ein zäher Bursche. Cool bleiben. Er ist hier irgendwo. Mist! Jo. Gut, dass wir das Markieren aufgespart haben. So, sind hier noch Gegner. Sieht nicht so aus. Gut, ich glaube, wir können jetzt die Anlage mal verlassen. Oder? Sollten wir eigentlich C4 anbringen. Gut. Auch erledigt. Grim, so. Hab mich um die Schlüssel gekümmert. Okay, ich glaube... Was? Gut, bringen wir dich raus. Wir müssen wieder zurück. Mein Auto steht vor dem Tor. Oh, oh. Die Autos, die dir folgen, könnten alle... Oh, oh. Das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Gute Idee. Zum Glück habe ich nicht fester gehauen. Alle Posten besetzen. Sie haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Ja, was sind denn die hier alle? Ich glaube, wir sollten hier ganz schnell weg. Dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Wenn ich ihn finde, oh, ja, wir sind falsch gelaufen. Scheiße. Der Gefangene ist immer noch auf der Flucht. Gefangener ist noch auf der Flucht. Kannst dich nicht ewig verstecken, du feiges Schwein. Das glaubt aber auch nur ihr. Ich kann mich sehr gut verstecken. Naja, hat man ja vorher gesehen. Man hat mich entdeckt, aber... Hat den Bereich sicher verlassen. Bleibt wachsam. Vielleicht kommt er zurück. Oh, shit. Dachte ich's mir! Du bist zu feige, um zu kämpfen! Achtung! Der Gefangene verfügt über Kampferfahrung. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Halte die Augen offen. Der kommt schon noch. Boah, Alter. Du bist ja lustig, Fischer! Bist wie eine Ratte auf der Mülldeponie! Ah! Da! Mist! Ich... Ah! Nimm das, du Sack! Verstecken. Abhauen! Fliehen! Feigling! Shit, wir müssen hier ganz schnell. Glaubst du, ich marschiere da rein? Vergiss es! Fischer, das ist er! Wir machen dich fertig, Fischer! Nein, das werdet ihr nicht. Wir müssen diesen Penner finden! Ich muss ja nah dran sein, wenn du so einen Scheiß abziehst! Da drüben! Sag mir, was du drauf hast! Okay. Bewegung, los, los! Shit. Ja, okay, das war's. Feuerschutz! Muss nachladen! Vorrücken, los! Hättest bei der Dame bleiben sollen! Du wirst unvorsichtig. Da bereit zu sterben? Shit. Gib auf, Arschloch! Du bist erledigt! Diesmal machen wir keine Gefangenen, Fischer! Magazin, muss nachladen! Holy shit. Ah,
wirst! Manche Sachen lassen sich nur auf die harte Tour regeln. Ja, aber das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, Sam. Puh. Boah, da hatten wir wirklich Glück. Wo müssen wir denn hin, ey? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Beziehungsweise, wo es hier weitergeht. So, hier. Gut. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen wenig kommentiert habe, aber ich musste mich wirklich konzentrieren. Ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Oh. Okay, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Falls dir das entgangen sein sollte, das hier ist nicht länger ein öffentlicher Flugplatz. Jetzt komm raus! Das machen wir jetzt erstmal kaputt, dass wir uns hier wieder schön verstecken können. Der Schatten ist eigentlich unsere stärkste Waffe, die wir hier in dem Spiel haben. Komm, wenn du dich noch länger versteckst, werde ich richtig sauer. Okay, den lassen wir erstmal ein bisschen näher kommen, weil den kriege ich von hier nicht. Oh oh. Kommst du ein bisschen zu nah? Ich weiß, dass du hier bist. Er muss da drüben sein. Du bist tot. Ich hab doch keine Ahnung, wo ich bin. Fischer! Scheiße. Shit. Ich will Blendgranate, Augen zu! Oh oh. Oh oh. Willst du fliehen? Mir geht's noch gut, keine Angst. Verstecken ist für Feiglinge fit. Magazin leer. Lade nach. Der ist auch down. Das ist sehr gut. Komm du doch einfach hierher! Fuck, ey. Richtig schwer. Da werden wir mit Sicherheit nicht reingehen. Kommt hier wer? Zumindest so aus. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Reiner Selbstmord. Wieso kommst du nicht einfach zu uns? Gut, mache ich gerne. Wenn du das unbedingt so haben willst. Ja, sicher. Gut. Oh nein, scheiße, ich gehe da auf keinen Fall rein. Das hat dein Kollege auch schon gesagt und trotzdem ist er gestorben, weil er trotzdem hier hintergegangen ist. Hältst du mich für bescheuert? Ich gehe da nicht rein! Ich denke, Fenster wird wieder eine bessere Möglichkeit sein, oder? Wenn du glaubst, dass ich da reingehe, hast du sie nicht mehr. Wo sind wir eigentlich? Ach, hier ist er. Oh. Da bist du ja, Fischer! Ich werde dich erledigen! Alter. Du entwischst mir nicht! Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Tür auf. Okay, die Tür ist gesperrt. Das ist natürlich wieder ganz cool. Komm schon! Du spinnst ja wohl, ich geh da nicht rein! Hab dich, Fischer! Hast du nicht. Ja, es war sehr schlecht von dir, dass du das so gemacht hast. Ganz einfacher Kindergartentrick und er ist trotzdem drauf reingefallen. Das zeigt von unserem Skill. Gut. Also sie können uns jetzt zumindest nicht mehr verfolgen. Und ich glaube, wir haben das Level geschafft, oder? Jo, wir haben es geschafft. Paladin 9 Security, Victor Costa am Apparat. Vic, hier ist Sam. Ich bin in der Stadt und könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du Hilfe brauchst, sollten wir das nicht am Telefon besprechen. Mann, was zum Teufel ist denn da bei dir los? Wusste, dass du das erkennst. Erinnert dich das an etwas? Ja. Irak. Hey, Sam. Wie geht's deiner Kleinen? Mir geht's gut. Hatte ein Bild von ihr in der Post. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr dabei geholfen. Klasse. Meine Kinder malen mir nicht. Die schreiben nicht mal. Die wissen halt, dass du nicht lesen kannst, Mann. Lach dir nur. Wenn ich hier erstmal raus bin. Besuchst du einen Kindergarten? Naja, ich habe gehört, dass die in Kindergärten Aufnahmeprüfungen haben, Sam. Ob Vic das schafft? Runter, alle runter! Das ist ja total unauffällig, dass der da vorbeistiefelt, ne?
Sam vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nach der Cutscene werde ich einen Schnitt setzen. Nachdem Third Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Okay, gut, das Spiel hat gespeichert, das ist sehr gut. Okay Leute, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.